Filmfans und herzlich willkommen zu einer neuen Filmkritik bzw. zur letzten Kritik für dieses Jahr und heute geht es um Star Wars Episode 8, die letzten Jedi. Ja, im Vorfeld habe ich mich nicht wirklich viel mit dem Film auseinandergesetzt bzw. mit all den Meinungen, die mittlerweile seit dem Kinostart hier rumgehen, aber was ich mitbekommen habe, ist natürlich, dass dieser Film eventuell noch ein bisschen mehr als Episode 7 die Meinungen spaltet und sehr viele auch enttäuscht hat. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ist dieser Film zum Glück nicht das geworden, wie zum Beispiel Episode 7, nur ein reines Soft-Reboot, wo natürlich vereinzelte neue Story-Elemente drin sind und Charaktere, aber wo im Rest eigentlich mehr oder weniger wirklich nur auf Nummer sicher gegangen ist. Der Film ist kein zweiter, das Imperium schlägt zurück, aber er ist sicherlich mitunter einer der düstersten Star-Wars-Filme, die ich überhaupt gesehen habe. Trotzdem ist dieser Film dann doch einen gewissen Humoranteil hat, den ein oder anderen staubtrockenen One-Liner und eventuell auch die ein oder andere Nebenfigur dann ganz klar zu einem Comic-Relief ihrer selbst vorkommt, muss ich sagen, hat mich der Film das ein oder andere Mal sehr überrascht und hat mir auch sehr, sehr viele Gänsehautmomente bereitet und es hat einfach wirklich, wirklich viel Spaß gemacht, sich diesen Film anzuschauen. Und selbst diese lange Laufzeit von über 2,5 Stunden will ich dem Film jetzt nicht negativ ankreiden. Ich will es ihm auch nicht negativ ankreiden, dass es ein Handlungselement im Film gibt, das eigentlich nirgendwo hinführt. Und wir haben es hier im Grunde genommen mit zwei Hauptstory-Strängen zu tun. Oder würde ich glatt mal sagen mit drei. Einmal ganz klar die Sache zwischen Luke und Rey quasi, ob sie es schafft, ihn zu bekehren oder ob er vielleicht wieder ins Spiel einsteigt gegen die Erste Ordnung. Denn die Erste Ordnung, die Reste der Rebellion verfolgt, das ist eine relativ langwierige Verfolgungsjagd gewesen und hat einfach darauf gewartet, bis denn endlich mal der Sprit ausgeht. Und dann mehr oder weniger Kylo Rens Geschichte, ja, wie die sich weiterentwickelt. Und es ist schon interessant, wie Rian Johnson bei diesem Teil mit altbekannten, aber auch neuen Altlasten aus Episode 7 aufräumt, damit regelrecht den Boden aufwischt und hier mehr oder weniger die Geschichte selber in eine komplett andere Richtung lenkt, zu großen Teilen. Und das macht mir natürlich ein bisschen Angst, was Abrams dann bei der finalen Episode 9 eben aus diesem Material machen würde, was Johnson da auf die Beine gestellt hat. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch hier wieder Dinge, die einfach da sind, aber nicht wirklich erklärt werden. Oder ich habe mehr oder weniger auf eine Erklärung gewartet, vor allem was den guten Supreme Leader Snoke angeht, was eigentlich seine Herkunft angeht. Oder im Grundlegenden seine Motivation. Da gab es ja diverse, sagen wir es mal so, Gerüchte oder man hat sich selber so ein bisschen seine Gedanken dazu gemacht, wer eigentlich diese Figur ist. Aber auch nach diesem Teil hatte ich ein riesiges Fragezeichen im Gesicht. Da habe ich gefragt, wer war das eigentlich gewesen? Ja, Snoke sieht man hier erstmalig ohne großartig, dass er nur auf Hologramm zu sehen ist, ganz klar als ausgefleischten, von Andy Serkis per Mocap dargestellten CGI-Charakter, der einfach Spaß gemacht hat, muss ich sagen. Das war eine Figur durch und durch, obwohl sie nicht viel Screentime hatte, aber an den richtigen Stellen gut eingesetzt war, die wirklich viel, viel Spaß gemacht hat, aber man erfährt eigentlich grundlegend so gut wie gar nichts über ihn. Man weiß schon von Episode 7, dass er mehr oder weniger Kylo Ren beeinflusst hat, dass er mit dran schuld ist, dass er mehr oder weniger dazu geworden ist, wobei der Film dann hier noch was ganz anderes mit reinwirft, was vielleicht die Frage aufwirft, ob nicht noch jemand anders komplett dran schuld geworden ist, wie der gute Kylo geworden ist und der immer nach wie vor so ein innerlich zerrissener Charakter ist und der immer noch quasi in der Entwicklung ist, ist nur fraglich, in welche Richtung. Und dann haben wir natürlich Rey, die auch versucht, ihn mehr oder weniger zu bekehren. Und daraus ergibt sich eine sehr interessante Konstellation, ein sehr interessantes Dreieck an sich, ein Konflikt, den der Film wirklich gut auszuspielen weiß. Und dieser Film ist, muss ich sagen, mitunter einer der düstersten Star Wars Filme, die es bisher gibt. War zumindest mein Empfinden so gewesen. Der Humor hat mich jetzt nicht wirklich gestört, weil er wirklich an den passenden Stellen dosiert, um das Geschehen ein bisschen aufzulockern. Genauso wie die staubtrockenen One-Liner, die eventuell dafür gesorgt haben, dass vielleicht ein General Hux leicht zu einer Witzfigur oder zu einem Comic-Relief-Charakter verkommt. Vor allem diese Szene, Dialogszene, wo wenn Poe Dameron mit General Hux sprechen möchte. Nein, wir werden nicht verhandeln und nix. Ja, ich möchte mit General Hux sprechen und so. Ohne dass sich der Film sich großartig über sich selber lustig macht oder das komplett ad absurdum führt. Aber ich muss sagen, diese kleinen Dinge haben das Ganze ein bisschen aufgelockert, denn sonst hätte der Film einem schon mit seiner düsteren Schwere sichtlich erschlagen oder ziemlich gedrückt, muss ich mal so sagen, weil der Film baut eine wirklich sehr, sehr dichte Atmosphäre auf. Und der
nimmt sich ja Zeit für grundlegende Dinge, die man eventuell als essentiell ansieht oder nicht wirklich, muss ich jetzt mal so sagen. Und da gab es immer wieder so Momente, die mich entrückt haben, aber die mich nicht komplett rausgerissen haben. Auch die Sache selber mit der guten Leia, Carrie Fisher, der der Film gewidmet ist und wo ich dann dachte, ja, der Film macht mehr oder weniger dieses Ding, eigentlich diese Figur dann nach einer halben Stunde aus dem Film komplett rauszuschneiden. Aber dem ist nicht so gewesen. Es gibt dann plötzlich eine Szene, die, wo ich dachte, ja, das ist jetzt etwas, was ich von diesem Charakter nicht erwartet hätte. Aber es kommt dann vor und dann denkst du so, okay, gut. Wobei man ganz klar sagen muss, ist Star Wars ist auch bis zu einem bestimmten Grad absolute Trivialkost, ja, muss man mal sagen. Das Ganze ist fantastisch übersteigert. Man kann da so viele Sachen mit reinbringen, die vielleicht auf den ersten Blick überhaupt keinen Sinn machen. Aber dieser Moment war dann schon so absolut catchy, ja, und hat natürlich auch, wie so viele andere Szenen in diesem Film, für eine wirklich absolut Gänsehaut gesorgt. Das ist halt das, was diesen Film so vor allem stärker wirken lässt als noch Episode 7. Der Film schafft es, vor allem eine dramaturgische Fallhöhe zu installieren, die weit über dem liegt, was man bisher von Star Wars-Filmen gewohnt ist. Fast jeder Charakter in diesem Film könnte draufgehen, in jedweden Moment. Ja, das könnte jetzt einfach so passieren und vor allem schenkt sich der Film definitiv nichts. Und natürlich ist das Ganze auch ein bisschen auf familienfreundlich getrimmt. Wir haben hier die kleinen Porks drin, die sicherlich dem einen oder anderen deutlich auf den Geist gehen könnten. Ich fand diese kleinen süßen Vogel, Hamster, Tierchen fand ich dann doch sehr süß, wie sie in Szene gesetzt werden. Und sie werden jetzt auch nicht exorbitant hier ausgenutzt, sagen wir es mal so. Ja, das ist natürlich wieder eine dieser kuriosen Designentscheidungen. Auf der anderen Seite natürlich auch diese Kristallfüchse, die mir sehr gut gefallen haben und viele andere Kreaturen, die es in diesem Film zu sehen gibt. Und das Ganze neben recht bedeutungsschwangeren, düsteren Szenen, die auch so versuchen, so die Herkunft von Rey zu beleuchten, aber in ein absolutes Nichts führen. Und das ist halt das Problem. Und das bringt vor allem Kylo Ren in einer Dialogszene sehr, sehr gut auf den Punkt, ja. Wer sie eigentlich ist, woher sie kommt. Sie kommt von nirgendwo, sie ist ein Niemand, aber es gibt dann doch Charaktere. Und da muss man ganz klar sagen, nicht nur, dass Kylo Ren, der von Adam Driver hier grandios verkörpert wird, ganz klar sagt, du bist mehr für mich, sondern auch für alle anderen, sagen wir es mal so. Sie hat sich ihren Raum erkämpft. Natürlich auf der anderen Seite kann man hier wieder die Gender-Diskussion antreiben, was Rey angeht. Mehr oder weniger, dass es ja dann doch viele gestört, dass die Hauptfigur unbedingt weiblich sein musste in der heutigen Zeit. Ich muss sagen, mich stört es definitiv nicht, denn Daisy Ridley hat das Herz am rechten Fleck und sie bringt das wirklich gut rüber und kommt in vielen Stellen noch sehr tough daher. Aber ich muss sagen, die ganzen Emotionen, die in diesem Film drinstecken, genauso wie in Episode 7, die tun ihn einfach gut, die ganze Palette. Man kann natürlich auch so einen Film stoisch runterrattern natürlich muss man immer aufpassen, dass der Film nicht zu sehr quasi von seiner CGI-Wucht überrollt wird und auch von den ganzen Handmade-Effekten. Wobei ich auch sagen muss, ist, dass es hier zumindest zwei Szenen gab, wo das Creature-Design dann schon etwas vielleicht Larifari war, aber es hat dennoch irgendwo gepasst. Und dann natürlich mehr oder weniger zum Finale hin, dass es dann doch zu überdeutlich war, dass dann vielleicht ein bisschen zu sehr Greenscreen da war, fühlt sich dieser Film dennoch genauso wie Episode 7 sehr bodenständig an. Ja, man hat das Gefühl wirklich, dass die ganzen Charaktere in einer wirklich ausgefleischten Welt agieren, wo man wirklich auch alles bis zum bestimmten Grad anfassen kann oder mit agieren kann. Und das hat für mich auch so wirklich auch den sehr starken positiven Aspekt von Episode 7 ausgemacht, dass es ein Film ist, der auch rausgeht und wo nicht irgendwelche Leute in der Lagerhalle stehen vor irgendwelchen angemalten Leinwänden und so und dann so, ja. Ja, das ist immer schlimm, wenn man sich selber als Schauspieler irgendwas einbilden muss, um damit auch irgendwo arbeiten zu können. Aber das tut dem Ganzen einfach gut und der Film treibt das hier wirklich konsequent fort, muss ich sagen. Genauso auch was das Finale angeht, muss man sagen, macht er eigentlich alles richtig. Er hat wirklich viel Spaß gemacht. Er hat wirklich sehr viel Herz und Seele. Er ist vor allem am Anfang sehr, sehr schnell, sehr dynamisch. Im Mittelteil lässt er sich natürlich ein bisschen Zeit. Da kann man sich selber so ein bisschen sacken lassen, bevor dann der nächste Moment kommt, der einen vielleicht komplett überrumpelt. Auch von der Inszenierung her, die Raumschlachten sind einfach grandios gewesen. Noch grandioser waren teilweise die Kampfsequenzen, vor allem die mit der Leibgarde von Snoke, die war einfach grandios inszeniert. Muss ich einfach mal sagen, da kann es auch sein, dass der eine oder andere Kopf mal fliegt und vom Inszenatorischen her und
allgemein von der Umsetzung her grandios, muss man einfach mal so sagen. Das ist bestes Augenfutter. Auf der anderen Seite, der Score von John Williams ist wieder grandios und sicherlich mitunter einer der stärksten überhaupt, denn hier passt wirklich so gut wie jede Note zu jeder einzelnen Sekunde in diesem Film, wenn ich es mal so umreißen würde. Aber es hat mich komplett gefasst, dieses Zusammenspiel von diesem wirklich tollen Score, von diesen sehr gut gemachten Action-Szenen, von den visuellen Effekten her, bis auf ja, mehr oder weniger zwei Sachen, die dann doch nicht so gut sind, sagen wir es mal so. Und halt selber, wie die Figuren hier vorangetrieben werden oder wie sie halt eben nicht vorangetrieben werden. Und neben General Hux haben wir natürlich auch noch wieder Captain Phasma. Für diejenigen, die sich gefragt haben, wo ist sie denn nun geblieben, nachdem sie ja in die Schrottpresse gesteckt worden ist, was wir natürlich nicht sahen, ist sie natürlich auch hier wieder mit der Partie. Aber es gibt einen bestimmten Moment im Film, wo einfach mehr oder weniger dieser Charakter überhaupt keine Bedeutung mehr hat, was ich irgendwo ein bisschen schade fand, aber der Film selber spendiert dieser von Gwendoline Christine verkörperten, sagen wir es mal so, Randbösewichten dennoch noch ein paar Momente, die ich wirklich von der Inszenierung her wirklich hammer geil fand, definitiv. Also da nimmt sich der Film definitiv nichts raus, aber das war es dann allerdings auch gewesen. Und es gibt natürlich eine ganze Menge an diesem Film zu kritisieren. Das gilt sicherlich auch für eine ganze Menge Nebenfiguren, vor allem weibliche Nebenfiguren, die ja neu eingeführt werden, wie die von Kelly Mary Tran verkörperte Rose. Sie ist sicherlich drin, ist halt, damit man den Film eventuell besser in Asien verkaufen kann. Aber ich muss sagen, das war mir ehrlich gesagt Wumpe. Wer jetzt nun diese Rose verkörpert, ist auch ein sehr, sehr herziger Charakter, quasi so diese, ja, das absolute Fangirl vom guten Finn. Dann haben wir natürlich die von aus Jurassic Park bekannten Laura Dern dargestellte Vizeadmiralin Holdo, die mir auch recht gut gefallen hat, wo es dann auch so ein kleiner Konflikt zwischen Poe und ihr aufgebaut wird, der allerdings großartig eigentlich ins Nichts führt, sagen wir es mal so, aber es war schön, Laura Dern mal in einer wieder etwas größeren Produktion zu sehen. Natürlich etwas sichtlich gealtert, aber sie hat es gut gemacht. Und dann natürlich auf den ich mich am meisten gefreut habe, das war ganz klar Benicio del Toro als DJ, wo ich am Ende mir aber gedacht habe, wo ich definitiv nicht wusste, wo dieser Charakter steht. Ist er jetzt nun gut oder böse oder ist er wirklich dieser Typ, oh, ich habe einen Deal abgeschlossen, der so vor sich hin stottert. Und ich muss sagen, dieser Charakter mag auch relativ oberflächlich daherkommen, aber es hat irgendwie Spaß gemacht, del Toro auch in so einer Rolle zu sehen, sagen wir es mal so, die sicherlich nicht allzu großes schauspielerisches Können von ihm verlangt hat, aber es hat einfach Spaß gemacht, ihm zuzusehen. Und dann gibt es natürlich auch in vielen, vielen Szenen bekannte Gesichter zu entdecken, wie Justin Theroux, der vermeintliche super Codeknacker sein soll, oder auch die gute Kate Digby, die man ja auch aus Game of Thrones kennt, die man allerdings so nur sporadisch sieht, aber man sieht sie und weiß, oh okay, gut, bis so in die kleineren Nebenrollen hat man dann doch hier wieder Leute rangeholt und auch den guten Warwick Davis, der ja schon seit die Rückkehr der Jedi da quasi zum Star Wars Stammpersonal gehört und natürlich auch ganz klar C-3PO und R2-D2, die ja wieder mit an Bord sind. Und man könnte natürlich sagen, bei all diesen Figuren, dass der Film eventuell überfüllt wäre, ist er allerdings nicht, weil die 2,5 Stunden Laufzeit wurden wirklich gut gewählt für diesen Film und ich habe jede einzelne Minute definitiv genossen, so dass es mich nicht gestört hat oder dass ich gesagt habe, da gibt es einen Moment, der mich absolut total langweilt. Natürlich gab es ein paar Szenen, die waren jetzt nicht so stark wie manch andere Momente, aber der Film hat es wirklich geschafft, sehr, sehr viele Gänsehautmomente zu kreieren und auch wirklich Szenen, die ich definitiv nicht vergessen werde, sagen wir es mal so. Und die Schauspieler selber haben hier auch wirklich wieder sehr, sehr große Spuren hinterlassen. Das gilt vor allem für Adam Driver, das gilt auch für Oscar Isaac als Poe Dameron, der sich hier als sympathischer Störenfried so richtig schön herausstellt, was mir auch sehr gut gefallen hat. Und natürlich ganz klar auch Mark Hamill, aber auch die gute Carrie Fisher, die man hier zum letzten Mal wirklich ganz groß als Prinzessin Leia gesehen hat, wo der Film natürlich ganz klar auch so am Ende mit einer leichten wehmütigen Note aufhört und auch mit einem recht ruhigen Moment und auch einem Moment der Hoffnung. Und deswegen bekommt dieser Film wirklich die volle Punktzahl von mir, 10 von 10 Punkte. Ein wirklich grandioser, ein toller, sehr unterhaltsamer Star Wars Film. Mehr aber auch nicht. Also ich sag mal so, wenn man sich großartig, ohne allzu sehr darüber zu informieren oder sich von diesem Hype mitnehmen lässt, der allerdings um diesen Film in keinster Art und Weise grassierte, was ich nicht gemerkt habe, dass alle ausgerastet sind und gesagt haben, ja, neuer Star Wars Film und so, weil mittlerweile genauso wie bei den Marvel Filmen ist es halt so ein Ding, ja,
alle Jahre wieder oder jedes Jahr kommt ein neuer Star Wars Film und, ne, und irgendwann speichert man das bei sich ab und man weiß, dass es ist und dann geht man natürlich voller Vorfreude oder vielleicht auch mit ein bisschen Euphorie rein und lässt sich einfach von dem Film überraschen und sieht dann auch einen Film, der ein Film ist und nicht nur ein Produkt seiner Willen, sagen wir es mal so, um die Kuh weiter zu melken. Das sind ja auch so immer so Vorurteile, die im Raum stehen, die ich hier ein bisschen auf die Seite schieben möchte. Und der Film macht wirklich sehr verdammt sau viel Spaß. Noch mehr Spaß als Episode 7 und ist für mich auch in diesem Jahr wirklich rundum guter Abschluss für ein Jahr, wo ich eigentlich auch sagen muss, ist, dass bis auf wenige Großproduktionen mich eigentlich dann doch so mehr kleinere Filme überraschen und catchen konnten. Macht dieser Film dennoch wirklich sau, sau viel Spaß, vor allem der Rian Johnson. Und das möchte ich ihm auch positiv zurechnen. Wirklich viele neue Altlasten, die Abrams reingebracht in Episode 7 wieder komplett, ja, über Bord wirft, um dann doch was ganz anderes draus zu machen. Wobei wirklich bei mir so die Angst ein bisschen mitschwingt, was jetzt Abrams dann letztendlich daraus in Episode 9 machen wird. Aber bis dahin haben wir ja noch gut 2 Jahre Zeit, um uns seelisch und moralisch darauf vorzubereiten. Ihr könnt mir natürlich in die Kommentare reinschreiben, ob ihr den Film schon gesehen habt, was ihr daran gut findet, was ihr weniger daran gut findet, würde mich natürlich interessieren. Könnt ihr alle eure Gedanken wieder in die Kommentare posten. Das war es jetzt auch mit meiner Kritik zu Star Wars Episode 8, Die letzten Jedi. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ciao, euer Chris. Thank you.